Hi! Moin, heute geht's los! Wir fahren jetzt nach Frankreich! Und seid ihr bereit für einen neuen Vlog? I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is. Wir sind angekommen! Nach 7 Stunden circa sind wir angekommen. Ich hoffe, man hört mich. Wir sind direkt am Meer und ja, kommen jetzt erstmal an. Hier stehen wir. Und da ist das Meer. Die Reise fängt schon gut an. Wir wollten uns gerade an den Strom anstöpseln und wir haben keinen französischen Stecker. Anscheinend haben die hier andere Steckdosen. Da fehlt ein so ein Pinöppel für. Mal gucken, was wir jetzt machen. Strom hat doch geklappt. Wir haben einen Adapter von unseren Nachbarn bekommen. Wir haben so ein großes Glück. Wir haben einfach deutsche Nachbarn. Die haben gehört, wir sprechen Deutsch und haben Probleme. Und die haben einen Adapter und ja, jetzt haben wir Strom. Your favorite place is still mine. Das Wasser ist kalt und meine Hose ist nass. Ich habe einfach ein Glas kaputt gemacht. Es ist aus dem Schrank gefallen. Ja, ist passiert. Ich habe halt einfach die Tür aufgemacht. Es ist rausgefallen und kaputt gegangen. Und ich habe meinen Finger aufgeschlitzt. Schwerste Verletzung. Okay, ich sehe ein bisschen wasted aus, aber wir sind gerade tatsächlich noch ins Meer gerannt einmal. War ein Adventure. Und jetzt ist der erste Tag vorbei. Gute Nacht. I don't always think about you, but sometimes I do. Sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. Weg. Wir sind angekommen und haben alles aufgebaut. Wir sind am nächsten Spot in Etredat, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, angekommen. Und jetzt fahren wir mal in die Stadt und gucken mal ein bisschen, was da abgeht. Hi! Was wird ihr denn für ein Risky Life hier an den Klippen? I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to. On First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. Richtig Franzose. Guten Morgen. Morgen. Willkommen zum nächsten Morgen mit Baguette et deux pains au chocolat. Wir konnten hier am Campingplatz Baguette und Schokocroissant und alles Mögliche bestellen. Haben wir gemacht. Es regnet, deshalb sitzen wir hier rum und planen die nächsten Tage. Und ich dachte, ich nutze die Zeit mal, um ein bisschen zu erzählen. Und zwar sind wir jetzt gerade in Etredat und schlafen hier noch eine Nacht.
Und danach fahren wir weiter und wir schauen gerade wohin. Und bleiben dort eine Nacht. Und fahren dann weiter und bleiben nochmal 2 Nächte. Bevor wir zum finalen Campingplatz kommen, wo wir dann eine Woche lang sind. Eigentlich haben wir geplant, heute nochmal zu den Klippen zu gehen. Wer die Serie Lupin geguckt hat, weiß, welche Klippen ich meine. Und da Fotos zu machen, ein bisschen durch die Stadt zu laufen. Aber jetzt regnet es halt gerade. Ich hoffe, das wird noch besser. Und jetzt nutzen wir die Zeit, um ein bisschen die nächsten Tage zu planen. Aber später soll es, glaube ich, aufhören zu regnen. Dann düsen wir auf jeden Fall nochmal los. Wenn man in Frankreich ist, muss man natürlich auch erstmal ein Crêpe essen. They gathered by the sea, sent people anxiously. Not once did speak to me, when tides came did not flee. The east spoke the same, had the same dream, same pain and same feelings, staring at the sea and what was left of me. Tried to shout, but when in doubt, the facade of the sea staring back at me. Each led like sheep, stepped foot to sea, drowning oh so patiently. Sand people sit and wait anxiously. Wir sind auf dem nächsten Campingplatz angekommen. Bisschen teuer, aber egal. Und hier gibt es einfach ein Schwimmbad mit Rutschen. Da werde ich jetzt gleich erstmal reinspringen. Abend. Abend. Bonjour. Wir gehen jetzt essen und zum Strand. Und wir waren im Wasser und wir waren Wasserrutschen. War ultra kalt. War wirklich richtig kalt. Wir wollten ja zum Meer. Jan, wo ist eigentlich das Meer? Da oder da? Das ist übrigens die Mont Saint-Michel. Und das Meer ist irgendwie nicht da. Hier sollte eigentlich das Meer sein. Das ist aber richtig trocken hier. Also wirklich mega trocken. Wie geht's deinen Schuhen? Oh, gut. Schön, schön. Ja, gut, gut. Schön. Gute Idee gewesen, oder? Auf jeden Fall. Ich dachte, da vorne ist ein Restaurant, aber... Falsch gedacht. I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die.
maybe she's right. Erstmal richtig große Cornflakes essen. Übertreib nicht mit der Packung. Wir müssen uns das einteilen. Ein Fazit vom Wasserjump. Aufregend, cool. Hat Spaß gemacht, obwohl es geregnet hat. Boah, wir haben erst überlegt, ob wir es nicht machen, weil es die ganze Zeit regnet. Aber wir sind ja sowieso nass geworden da. Es war so krass. Es war so einfach so krass. Ich bin geflogen. Es war so hoch. Ich glaube, wir haben später ein paar blaue Flecken. Auf jeden Fall. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Und man war da halt nur so für 2 Stunden, aber das reicht völlig aus. Das ist auch relativ anstrengend. Jan hat ein paar Saltos geschafft. Ich nicht, hatte ein bisschen Angst. Aber es war crazy. Ich muss flüstern. Jan ist einfach gerade eingeschlafen. Wir haben gerade noch einen Film zu Ende geguckt, weil heute ist das Wetter die ganze Zeit richtig schlecht. Und dann ist er einfach eingeschlafen. Deswegen habe ich mir jetzt einen Kaffee gemacht und fange schon mal an, den Vlog zu bearbeiten. Und jetzt hat sich das Wetter ein bisschen gefangen. Es regnet nicht mehr. Vielleicht grillen wir heute Abend. Mal gucken. Aber ich bin richtig froh, dass wir in diesem Wasserpark waren, doch noch heute Vormittag. Und ich habe richtig Schmerzen. Da war eine so eine Rutsche, die war so richtig steil hoch. Da ist man mit einem Reifen gerutscht. Ich bin auf den Bauch gerutscht, aber ich habe mich irgendwie beim Rutschen gedreht und beim Absprung bin ich dann so mit meinem Schienbein auf diese Kante geknallt und das tut weh. It hurts.